So, hallo, wir machen weiter bei Binding of Isaac Repentance. Letztes Mal erfolgreich mit Bethany den Greedia Mode absolviert. Und jetzt kommt der letzte Charakter, den wir noch nicht gesehen haben im Greedia Mode. Und zwar Jakob und theoretisch auch Esau. Ich weiß nicht, inwiefern Esau jetzt hier auch von der Rolle ist, aber wir werden sehen. Repent for your sins. Anima Sola. Klingt cool, aber wer weiß, was es ist. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Okay, Anima Sola ist auf jeden Fall schon mal ein Item, was man scheinbar dauerhaft einsetzen kann. Deswegen gucken wir uns das doch gleich mal an. Wir haben 3 Herzen. Wir schießen normal. Sieht doch soweit erstmal alles in Ordnung aus. So, was passiert, wenn ich Anima Sola drücke? Wie sieht das aus? Das ist ein... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ganz komisches Symbol. Ja, nichts passiert. Okay, wo ist Esau? Esau ist weg. Ich habe keinen Esau im Moment. Das ist, ich meine, es ist okay, aber ich bin sicher, der hat noch irgendeine Bewandtnis. Was ist denn da passiert? Okay, das war dann wohl Anima Sola, der sich da uns präsentiert hat. Okay. Was hat's denn damit aus? Ich wechsle jetzt mal den Raum. Ich gucke jetzt mal, ob der grundsätzlich einfach auftaucht. Egal, was man sozusagen macht. Ob der dann in dem Raum auftaucht, wo man den einsetzt. Ja. Ich kann ihn auch angreifen. Okay, ich kann ihn auch angreifen, aber... Aber wieso sollte ich den überhaupt rufen? Macht er auch die anderen Gegner kaputt? Macht er alles kaputt, was er sieht? Also mich auch? Kann ich ihn überhaupt kaputt machen? Wirkt nicht, als ob ich den kaputt machen könnte. Kann ich mehrere rufen? Ja, okay. Das war dann das. Kann ich jetzt wieder zu Dings eigentlich... Hallo? Oh, der verfolgt... Okay, der verfolgt komplett... okay. So, kannst du auch Gegner angreifen, Kollege? Also, ist es sowas, verstehe ich das richtig? Man hat ihn als Unterstützung, aber riskiert halt, dass er einen selbst vermöbelt. Verstehe ich das so richtig? Ich glaube, ja. Okay. Kann der die Viecher kaputt machen? Aber vor allem, wie wird man den denn dann wieder los? So, machst du die kaputt? Machst du hier irgendwas kaputt? Machst du das? Aber du bist doch Feuer, mach die doch kaputt. Er macht gar nichts kaputt. Das ist natürlich schade. Ich hätte gedacht, wegen Feuer, dass der dann die verbrennt, aber... Nee, sieht nicht so aus. Ach so! Ich kann den so anketten für einen Moment. Ah, das war das Geräusch von vorhin, I see. Okay. Das war wieder die falsche Reihenfolge, ich weiß. Aber ich bin gerade einfach nur am Rumprobieren. Insofern, never mind. Lasst euch von mir nicht stören. Oh, coole Sache. Okay, hier sollten wir es vielleicht mal ernsthaft spielen. Denn das Halo hätte ich schon gerne.
Ach, der kommt auch so. Ach so. Der kam gar nicht. Das war Zufall, dass ich... Ich kann den nur mit Anima Sola festketten. Der kommt immer. Ach so. Ich dachte, das war voll Zufall. Ja, jetzt ergibt alles einen Sinn. Aber er geht trotzdem nur auf mich. Die anderen jucken ihn nicht. Die nimmt er zwar mit, aber die jucken ihn überhaupt nicht. Ich kann ihn festketten für einen Moment. Ach so, das macht Anima Sola. Oh, shit. Ist das dann sozusagen... Esau? Der so ein bisschen, weiß ich nicht, sauer ist. Entschuldigung für diesen rechten Brand. Also wenn der mich nicht direkt one-hitten würde, dann wäre das ja ganz cool. Aber der one-hittet mich ja mit seiner Attacke. Und ich kann dann gar nicht verhindern, dass der kommt. Ich kann ihn nur festketten für einen Moment. Und wahrscheinlich muss man dann als Geist vielleicht die Ebene schaffen, dass man wieder in seinen Körper zurück kann oder so. Ich weiß es nicht. I don't know. So, letzte Phase. Wie soll ich denn jetzt die Wanddinger eigentlich erledigen, wenn ich die ganze Zeit im Kreis laufen muss? Machen hier voll Olympia einfach. Jetzt macht er mal wieder einen Angriff. Okay, so. Kann ich bitte in Ruhe jetzt, Kollege? Darf ich bitte in Ruhe einmal Schlüssel und so holen? Erstmal Halo. Ach, das Feuer hat jetzt doch ausmachen können. Guck mal, okay. Achso, ja gut, weil es der normale Angriff ist. Ja, das ergibt Sinn. Aber ansonsten kann er nicht. Okay, wir kämpfen weiter, Kollege. Sag mir mal, was du gegen Bosse machst. Hau die mal weg, bitte. What the heck? What is passiert? Ist, wenn der zu viel angegriffen wird, geht er dann kaputt oder geht er nach einer Zeit kaputt? Was war das denn? Damit habe ich nicht gerechnet. What? Also muss ich ja möglichst schnell machen. Oder was war das? Den nehme ich mir jetzt mal eben schnell mit, weil ich es kann. Da geht der Spaß auch schon los. Moin. Also darf ich ihn dann doch nicht angreifen, weil er explodieren kann oder was? Oh shit. So, bleib jetzt mal da. Und danach geht er voll ab, wenn das passiert. Aber so kann ich ihn theoretisch dann auch gezielt auf Gegner lenken. Ne? Zum Beispiel kann ich ihn hier hinstellen und sagen, jetzt. Cool. Ja, das war nicht so gut. Ach du Scheiße. Das ist nicht mein Modus. Chillig.
Alter. Ich bin total überfordert. Okay. Okay. Was zur Hölle geht hier ab? Ja, nee. And there he is. Mal gucken, wie oft ich das so machen kann. Also es lädt sich schon relativ schnell wieder auf. Achso, mit jeder Phase hier sowieso. Zack. Aber der, die Explosion gerade, also bis zu der Explosion war ich noch so, ja okay, kann man versuchen, kann man machen, ist interessant. Und dann ist er einfach in die Luft geflogen bei dem Bosskampf. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wirklich zu oft getroffen oder so. Aber das konnte ich ja nicht verhindern. Also heißt es das nach einer gewissen Zeit oder keine Ahnung? Entweder nach einer gewissen Zeit oder nachdem er oft genug getroffen wurde. Wenn er explodiert, dass ich dann definitiv in die Geisterform komme. Und dann sozusagen mit One-Hit tot bin. Sehe ich das richtig? Aua. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, ich bin verwandelt worden. Aber das bringt mir auch überhaupt keine Stat-Ups, ne? Das bringt mir überhaupt nichts. Ah, shit. Komme ich irgendwie wieder in den Körper zurück? Weil ich bin in dem Moment ja eigentlich nicht tot. Mein Scheiß Ernst. Da ist er schon. Moin. Bin total, also das wird mich total überfordern. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Das lassen wir auch im normalen Modus, glaube ich, erstmal. Yo! Es ist schon interessant, keine Frage. Nur das mit der Explosion hat mich böse irritiert. Jetzt müssen wir es nochmal bis zu den Bossen schaffen. Und dann gucken, ob das wieder da ungefähr passiert. Dann ist es vielleicht wirklich mit der Zeit zusammenhängend. Oder er hat halt bis dahin den gleichen Schaden genommen. Das kann halt auch sein. Ich weiß es ja nicht. Ich treffe ihn halt dadurch, dass ich so hin und her renne, treffe ihn halt schon auch ganz gut. Ich kann es auch nicht verhindern, ihn zu treffen, weil der läuft mir hinterher. Und das soll... Oh, super gut. Wie komme ich jetzt in meinen Körper zurück? Ich war noch nicht... durch mit meiner Energie. Die war noch nicht fertig. Scheiße. Nein! Mann, ich will nicht zu Lost werden. Ich habe Lost hier nicht bestellt in dem Modus. Oh ja, langsam sein ist auf jeden Fall großartig gegen die Geschichte hier. Das kann nur gut gehen. Aber ich denke, genauso wie er zeitlich auftaucht, explodiert er auch zeitlich. Ist zumindest meine Vermutung. Yo! Er ist halt nicht mal langsamer geworden, obwohl ich jetzt langsamer bin. Das ist natürlich auch nicht so nett. Hier
alone. Leave me alone, Mann. Holy moly. Als ich angefangen habe, dachte ich so, ja, okay, ich kann den halt holen. Wenn der mir zu doof ist, dann hole ich den halt einfach nicht. Aber der kommt halt automatisch. Scheiße. Oh Gott. Was ist jetzt passiert? Ah, ich bin ins Feuer gerannt wahrscheinlich. Sheesh. Sheesh. Amps. Bin ganz ehrlich, ich glaube, das wird ein kurzer Part. Ich glaube, damit will ich mich jetzt nicht lange auseinandersetzen. Das ist wieder so ein Charakter, wo ich sagen würde, den werden wir erstmal schön ad acta legen. Bis ihr mir vielleicht ein bisschen was dazu auch erzählt habt. Weil das ist ein Gehetze, das ist schon wieder was für meine Psyche gar nicht geil ist. Da kriege ich so leichte Probleme. Aber mit Lost kann ich dann zumindest die Farce wieder stoppen. Vielleicht ist hier die Strategie, das müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht ist hier die Strategie, von Anfang an zu Lost zu werden und dann dafür die Phasen stoppen zu können. Verwandel dich zurück in mein Dings. Krieg den auch nicht mehr, ne? Na gut. Mann, jetzt geht doch kaputt. Dankeschön. Oh nee! Schild wird mir richtig viel vor ihm nützen. Oh, guck mal, jetzt ist mein Körper weg. Aber mich würde es jetzt wirklich interessieren, erstens, ob er jetzt gleich explodiert, weil dann hätten wir ungefähr die Zeit wieder erreicht. Oder ob es halt an Treffern liegt. Da müssen wir mal drauf achten, ob er irgendwie... Scheiße, wir werden es nicht mitbekommen. Ach, come on. Ah. Okay. Also bis halbe Stunde werde ich spielen und dann lassen wir es. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Chillig. Chillig. So, jetzt bräuchten wir halt Herzen, ne? Jetzt irgendwie ein bisschen schlecht. Wait, kann ich jetzt überhaupt Herzen kaufen? Für ihn? Nein! Aber ich kann jetzt halt jede Phase stoppen. Ey, jetzt habe ich aber kein Geld bekommen, oder? Bin ich jetzt dumm?
Wir werden es nicht feststellen. Weil ich zu schlecht bin. Ah, come on, man. Oh, ich habe aber auch irgendwie, ich muss sagen, ich habe irgendwie darauf gerade echt keine Lust. Ich muss es zugeben. Ich muss zugeben, ich habe auf das hier gerade echt, das stresst mich gerade zu sehr. Das stresst mich gerade zu sehr. Machen wir heute mal einen kurzen Part. Und schließen das mal an der Stelle hier ab. Das überfordert mich gerade brutal. Da muss ich mit mehr mentaler Stärke rangehen. Danke fürs Zuschauen. Heute mal ein ganz kurzer Part. Und tschüss.